wenn ehemalige Stasi-Funktionäre uns staatlich subventioniert in Fragen der Demokratie und Vielfalt belehren wollen. Und was die einen bekommen, das wird den anderen eben genommen. Die Mittel für die Förderung des Ehrenamtes werden mal eben um 2/3 gestrichen. Die Mittel zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen mit Kindern werden nicht erhöht. Das wäre bitter nötig, denn die Frauenhäuser platzen dank ihrer Migrationspolitik aus allen Nähten. Und die Zuschüsse für Aufgaben der Politik für ältere Menschen und dem demografischen Wandel werden um etwa 3 Millionen € gekürzt. Dabei ist die demografische Entwicklung unseres Landes eine Katastrophe. Die Geburtenrate liegt deutlich unterhalb des bestandserhaltenen Niveaus. Seit 50 Jahren sterben mehr Menschen in Deutschland, als geboren werden. Ihre dringendste politische Aufgabe wäre also, diese demografische Katastrophe abzuwenden.